Hallo ihr Lieben, ich hoffe, das wird ein kurzes Video, denn ich habe gewaltige Kopfschmerzen. Nichtsdestoweniger möchte ich es machen. Thema ist die Friedfertigkeit bzw. Unfriedfertigkeit von Gesellschaften wandert von außen nach innen. Wenn man sowas sagt, muss man immer klarstellen, was man damit alles nicht meint, weil das sehr leicht missverstanden werden kann. Also gemeint ist unter anderem nicht, dass wir Menschen von Natur aus wahnsinnig friedfertige Lebewesen wären. Ich meine, wie viele Gräueltaten und Grausamkeiten und Kriege und Morde und was wir alles so anrichten, muss es noch geben, bevor wir realisieren, dass wir halt keine sonderlich friedfertige Spezies sind. Wir beweisen das immer wieder neu. Ja, also there is evidence that we are not very peaceful as a species. Ja, also das ist so das eine. Also ich bin niemand, der ein naives Menschenbild hat, wo sozusagen alles Gewalttätige irgendwie ausgeblendet wird, was am Menschen ist. Das ist zumindest nicht mein Film. Das Zweite, was es nicht heißt, ist, dass wenn man sagt, also dass die Friedfertigkeit, Unfriedfertigkeit von Gesellschaften von außen nach innen dringt, dass das immer die bösen anderen wären. Nein, es geht nicht um die bösen anderen Menschen. Es geht wohlgemerkt um unser eigenes Friedfertigkeits- oder Gewalttätigkeitslevel. Und ich bin ja sowieso jemand, der mittlerweile sagt, der schon länger sagt, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft ohne Außen leben. Das heißt, die Weltgesellschaft ist längst Realität. Also wenn man über die Gesellschaft spricht, dann spricht man mittlerweile über eine Gesellschaft ohne Außen und das macht dann diese Redeweise von außen nach innen sehr, sehr fragwürdig von Anfang an. Das alles nur als Vorrede. Was denke ich außer Frage steht, ist, dass es tatsächlich auf der Basis des gleichen Genoms, also die biologische Spezies Homo sapiens, es durchaus friedfertigere und gewalttätigere Gesellschaften gibt. Der Mensch ist nicht unter allen Umständen immer gleich gewalttätig und dann ist eben die Frage, wie kommen denn eigentlich diese Unterschiede zustande? Wann sind wir Menschen tatsächlich kollektiv als Gesellschaft friedfertiger und wann sind wir gewalttätiger? Und wenn man sich dieser Frage nähert, gibt es mehrere Dinge, die man zumindest kennen sollte oder wahrgenommen haben sollte. Das erste ist der gewaltige Gesellschaftsunterschied auf der Ebene Friedfertigkeit und Toleranz und Freundlichkeit zwischen unseren beiden nächsten Verwandten im Tierreich, die da sind, Bonobos und Schimpansen. Bonobos und Schimpansen trägt, wenn ich richtig informiert bin, 0,3% des Genoms. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ja, 99,7% des Genoms sind bei Schimpansen und Bonobos identisch. Trotzdem handelt es sich um verschiedene Arten. Und wenn ich wiederum nicht falsch informiert bin, ist einer der Gründe, auf die man zurechnet, warum Bonobos so viel friedfertigere Gesellschaften ausbilden als Schimpansen, der, dass die beiden getrennt wurden, wenn ich mich richtig erinnere, durch einen großen fetten Fluss im Kongo. Und die Schimpansen, die, wenn ich wiederum mich hoffentlich richtig erinnere, ich müsste das alles nochmal nachschlagen, ob das nicht Stuss ist, was ich hier erzähle, also wirklich nochmal Recherche machen, dafür habe ich zu viel große Kopfschmerzen und bin zu faul. Also kurz gesagt, Schimpansen, davon geht man aus, haben in Umwelten gelebt, wo sie mehr umgeben waren, unter anderem von Gorillas, also ihre eigene Gesellschaft gegen eine andere Menschenaffenart verteidigen mussten und vielleicht auch noch anderen Jäger, Räubern, irgendwas, während sozusagen Bonobos ein bisschen in einer größeren Insel der Seligkeit gelebt haben. Und man muss natürlich, wenn man so zurechnet, immer sehr vorsichtig sein, weil die meisten evolutiven Entwicklungen sind eben nicht monokausal. Also wenn man sagt, eine bestimmte Verhaltensweise wird gezeigt, deswegen, weil Sache X als Ursache, dann ist das im evolutiven Kontext, wenn man über Evolution redet, immer unterkomplex, weil es immer so gut wie immer multifaktoriell ist. Und meistens ist es dann auch so, dass die Dinge, die auf so einer Multifaktorialität zustande kommen, aufgrund mehrerer Einflüsse gleichzeitig, werden dann zu eigenen Gegebenheiten, die wiederum ein Faktor sind. Also es wird sehr schnell ein sehr komplexes, dynamisches Geschehen, wo dann Zurechnungen auf einzelne Gegebenheiten, zum Beispiel, da sind in der Umwelt Gorillas, ja, nein, stark unterkomplex ist. Das aber auch nur einschränkend gesagt. Aber wir sehen zumindest Hinweise bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich darauf, dass eben die Umwelt, naja, Überraschung, Evolution, keine geringe Rolle spielt dafür, ob es eben so ist, dass die Gesellschaften friedfertiger oder weniger friedfertig sind. Und das ist natürlich für eine Spezies wie uns, die schon länger im Anthropozän le lebt und damit eigentlich ihre eigene Primärumwelt ist, also nach der Devise, der relevanteste Faktor für unsere Entwicklung sind mittlerweile wir selber, wird das eine sehr spannende Kiste, wie wir das denn eigentlich hinkriegen, dass wir gewalttätigere oder friedfertigere Gesellschaft haben und das auch noch unter Bedingungen, wo wir mittlerweile eine große Weltgesellschaft sind. Wie machen wir das denn? Ein zweiter Hinweis darauf, dass eben Gewalt von außen nach innen geht und dass Friedfertigkeit genauso von außen nach innen geht, ist wahrscheinlich der Umstand, dass sogenannte Jäger- und Sammlerkulturen, Hunter-Gatherer-Kulturen,
weniger geschlossene Gesellschaften waren, als wir uns das lange vorgestellt haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte lange die Vorstellung, das waren halt so großfamiliäre Verbände, die ihre eigenen kulturellen Praktiken, vielleicht auch ihre eigene Sprache hatten und relativ abgeschlossen waren gegen andere solche Verbände, sodass die sich eigentlich zueinander wie Naturgewalten verhalten haben, aber gar nicht wie Menschen. Das war lange mein Bild. Was ich jetzt so wahrgenommen habe als Laie, deutet aber auf was ganz anderes hin. Aus mehreren Gründen waren diese Kulturen immer schon vernetzt untereinander. Es gab Austausch. Und es gab auch immer schon sozusagen Deeskalationsmomente in diesem Miteinander. Das heißt, diese verschiedenen Stämme oder wie wir sie auch immer nennen wollen, Völker oder Großfamilien, haben eben nicht einen erbarmungslosen Krieg gegeneinander geführt. Vielmehr gab es kulturellen Austausch, es gab Genaustausch, das heißt, man hat sich miteinander gepaart, aus guten Gründen, weil eben fortgesetzter Inzest einfach nicht wahnsinnig gesund ist. Ja, biologisch gesehen gab es Austausch und wir Menschen haben eben anders als wahrscheinlich Neandertaler immer schon in größeren Vernetzungsgegebenheiten gelebt. Also hatten schon immer so Ansätze zu was wie einer Gesellschaft, die eben die kleine Gruppe, die kleine Gemeinschaft überschreitet. Das ist der Stand meines Wissens der heutigen wissenschaftlichen Anthropologie, dass das seit Jahrzehntausenden so ist bei uns Menschen, dass wir Gesellschaften bilden und nicht nur kleine geschlossene Gruppen. Das erklärt auch wahnsinnig viel, was wir so an Neigungen und an Fähigkeiten mitbringen. Das kommt eben aus der Tiefe der Evolution und ist keine Errungenschaft der letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende. So, da muss man auch noch darauf hinweisen, dass der Mensch immer ein migrierendes Lebewesen gewesen ist. Das heißt, dass wir umherziehen, dorthin, wo die Lebensbedingungen besser sind, ist soweit wir das überblicken können, während der Geschichte der Menschheit immer so gewesen. Und das hatte natürlich auch ein deeskalierendes Moment. Man kann da so weit gehen, dass man sagen könnte, die große Anpassungsfähigkeit des Menschen, also die Fähigkeit, sich an völlig neue Umweltbedingungen anzupassen, ist möglicherweise stärker sozial motiviert gewesen als natural, also wenn man das überhaupt unterscheiden will. Weil man sagen kann, dadurch, dass Menschen leicht ausweichen können, sich leicht neue Lebensgrundlagen erschließen können, dadurch, dass wir Menschen bezogen auf die nichtmenschliche Umwelt so wahnsinnig anpassungsfähig sind, konnten wir einander, wenn es so relativ zu den gegebenen Ressourcen zu Überbevölkerung kam, leicht aus dem Weg gehen. Also ein Teil davon ist einfach weggezogen und hat sich neue Lebensgrundlagen geschlossen. Also so ein bisschen salopp formuliert, das Prinzip Go West, solange das eben ging. Heute geht das nicht mehr, dass wir uns ausweichen, indem wir einfach in Scharen wohin ziehen, wo noch keine Menschen sind, weil halt überall, wo man leben kann, schon Menschen sind. Ja, aber lange Zeit war das halt so das Lebensprinzip des Menschen. Man ist einfach weitergezogen. Das ging sicher nicht immer völlig gewaltfrei ab, aber es hat doch beträchtlich wahrscheinlich die Spannung raus genommen, dass man einfach davon ziehen konnte. Ja, wenn es also zu eng wurde, hat man, also für das alte Griechenland weiß ich das sicher, hat man halt Kolonien gegründet. Und dort, wo man Kolonien gegründet hat, waren halt nicht immer schon wahnsinnig dicht besiedelte Gebiete. So, also kurz gesagt, der Mensch hat immer schon deeskaliert und war immer schon in vernetzten Verhältnissen. Und weil das er so sozusagen lange, lange, lange Zeit so war, ist es eben so, dass sozusagen das Verhältnis, das wir im Außen zueinander haben, ganz entscheidend dafür war, wie friedfertig diese Gesellschaften nach innen sein konnten. Denn wenn du bedroht wirst von anderen Menschengruppen, wenn du vor der realistischen Perspektive stehst, dass wenn du zu friedfertig wirst, die anderen dich einfach unterjochen und platt machen, kann sich halt keine Gesellschaft ein wahnsinnig hohes Friedfertigkeitsniveau leisten. Und meines Erachtens ist es eine große Illusion zu denken, dass eine Gesellschaft intern miteinander gut umgehen kann, friedfertig, freundlich, kooperativ ist, wenn sie sich eine große Zahl an sehr kriegerischen Menschen leisten muss, um sich nach außen zu verteidigen. Das heißt, die Menschen, die also sozusagen zu Kriegern herangebildet, erzogen, gezüchtet, was auch immer werden, um diese Gesellschaft davor zu bewahren, dass sie also sozusagen gegenüber anderen menschlichen Gesellschaften ins Hintertreffen oder sogar in die Auslöschung gerät, diese Menschen haben auch nach innen eine gewaltige Wirkung und sind sozusagen eine Blockade für die Steigerung des Empathie-, Freundlichkeits- und Kooperativitätsniveaus. Das heißt, es ist nicht möglich für uns, dass wir sozusagen sehr, sehr kriegerische Menschen sind und dann noch sehr, sehr gut miteinander umgehen. Das wird gerne so gedacht, es ist aber eine große Illusion. Man zahlt halt immer einen Preis. Empathieabbau geht halt immer nur in alle Richtungen gleichzeitig. Und wenn du also Menschen züchtest oder bildest oder erziehst, die deswegen sehr kriegsfähig sind, weil sie halt nicht sonderlich empathisch sind, weder mit sich noch mit anderen, ja, also denen das leicht fällt,
sich und anderen Menschen Gewalt anzutun, dann hast du eben Menschen, denen es leicht fällt, sich und anderen Gewalt anzutun. Und das heißt dann was für eine Gesellschaft. Also kurz gesagt, wir pegeln unser Friedfertigkeits- und Freundlichkeits- oder Unfriedfertigkeits- und Feindlichkeitsniveau sehr stark über unser Außenverhältnis. Und das hat folgende Konsequenz. Richtig friedlich, richtig freundlich und richtig kooperativ können wir Menschen erst dadurch werden, wenn wir tatsächlich diesen viel beschriebenen Weltfrieden tatsächlich haben, und zwar stabil und zuverlässig. Also wenn praktisch keine Gesellschaft mehr Angst haben muss, wenn sie kooperativer wird, wenn sie freundlicher wird, wenn sie friedlicher wird, dass sie dadurch Nachteile hat. Das ist aber leider seit der Erfindung des Ackerbaus, der Sesshaftigkeit und so weiter stets so gewesen. Und das führt zu meiner zweiten Generalthese, die ich auch schon oft referiert habe. Ich halte sie aber für wichtig genug, sie hier nochmal zu wiederholen. Es gibt starke Hinweise, sogar auf der physiologischen Ebene, vielleicht sogar vor allem auf der physiologischen Ebene, dass wir Menschen vor der Sesshaftigkeit einen lang anhaltenden Selbstdomestikationsprozess durchgemacht haben. Das heißt, es gibt Signale, also Hinweise aus der Forschung darauf, dass wir über Jahrhunderte, über Jahrtausende, Jahrzehntausende hinweg immer friedlicher, freundlicher, empathischer und kooperativer geworden sind als Spezies, tatsächlich als Art. Wir sind also sozusagen teilweise Haustiere, haben uns selber zu Haustieren gemacht. Das heißt, das sind sehr stabile, wie soll man sagen, Veränderungen, die man bei jeglichem Domestikationsprozess beobachten kann. Also wenn eine Wildtierart domestiziert wird oder sich domestizieren lässt, also sozusagen aus Wölfen werden Hunde, aus Wildschweinen werden Hausschweine und so weiter, dann sehen wir artübergreifend ähnliche physiologische Veränderungen durch die höhere Kooperativität. Und es gibt eben die These, dass zum Beispiel unsere heutigen Hunde von den freundlicheren unter den Wölfen abstammen, die halt eher in Menschennähe überhaupt geduldet wurden, die dann nicht von Menschen getötet wurden und dann eben zum besagten besten Freund des Menschen wurden. Das sind sehr stabile Traits, und das Witzige ist, diese Traits lassen sich auch an uns selber beobachten. Das heißt, unsere Kopfform ist runder und kleiner geworden, unsere Gesichtsmuskulatur ist diffiziler geworden, differenzierter geworden. Wir haben offenbar mehr Muskeln als andere Hominidenarten oder unsere Vorfahren. Also wir reden von der fernen Vergangenheit. Es gibt so verschiedene Hinweise auf die Veränderung unseres Körperbaus, die normalerweise, wenn wir jetzt über eine andere Tierart reden würden, wir als Domestikationsresultat bezeichnen würden. Das heißt, wir haben uns selber teilweise zu Haustieren gemacht. Und jetzt gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die sagen, das ist ja schrecklich und born to be wild und das ist ja gut. Nein, das ist nichts Gutes. Das ist deswegen nichts Gutes, weil es unser Kooperationsniveau extrem einschränkt. Ein Kooperationsniveau, das wir heute dringend bräuchten, aber nicht haben. Das heißt, aufgrund gewisser Entwicklungen in unserer Geschichte ist unser Domestikationsprozess höchstwahrscheinlich stecken geblieben, wenn er nicht sogar umgekehrt wurde. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei Bonobos beobachten können, dass hochaggressive Männchen nicht sonderlich viel Nachwuchs haben, dass das in Bonobos Gesellschaften nicht geduldet wird und es tatsächlich so eine Art interne Zuchtwahl gibt, bei Bonobos biologischerweise, nachdem sich besonders aggressive Individuen nicht sonderlich stark fortpflanzen, ist bei Menschen seit ungefähr 10.000 Jahren, würde ich behaupten, das genaue Gegenteil zu beobachten. Menschen, die also nicht sonderlich hochethisches Verhalten an den Tag legen, Menschen, die also nicht sonderlich kooperativ sind, nicht sonderlich empathisch sind, haben wahrscheinlich seit ungefähr 10.000 Jahren, also seit Erfindung von Sesshaftigkeit, Ackerbau, Grundbesitz, einen höheren Reproduktionserfolg als Menschen, die sozusagen die Linie, die das davor gab, fortsetzen und sozusagen sich weiterentwickeln in Richtung kooperativer, freundlicher. Das heißt, aus biologisch-evolutiver Sicht ist mittlerweile Empathie und Kooperativität und Freundlichkeit ein Evolutionsnachteil, und zwar aufgrund interner Entwicklungen sozusagen in der menschlichen Gesellschaft bzw. in der menschlichen Sozialdynamik. Das ist meine These, und natürlich kann man die challengen, und ich bin kein Biologe, aber das ist sozusagen das, was ich als Laie denke, nachdem ich so ein bisschen was an Forschung gibt, wahrgenommen habe. Und das stellt folgende Frage. Tatsächlich die blöde, immer wieder neu gestellte Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Denn wenn es so ist, dass wir in einer freundlichen, kooperativen, in einer Care-Gesellschaft leben wollen, wo man sich umeinander kümmert, wo wir sozusagen unser bisher erreichtes Empathieniveau, Kooperationsniveau, Fürsorgeniveau steigern, also wir gehen besser miteinander um, mit uns selber und mit anderen, wir sind auch sozusagen fremdenfreundlicher, weniger abwehrend, wir sind weniger feindselig, also sozusagen bonoboartiger. Wenn das Ziel ist,
Wenn das unser Ziel ist, müssen wir uns ganz klar sein, dass wir dieses Ziel niemals erreichen können, solange wir nicht sowas wie Weltfrieden haben. Und zwar aus wirklich systematischen Gründen. Dann wird es immer so sein, dass sozusagen das, was wir die letzten 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte beobachten können, dass das immer so weitergeht. Und das ist eine Logik. Qua Gefangenendilemma könnte man sagen, ganz hobbesianisch wäre die Logik, die aggressivere, unempathischere, unfreundlichere Gesellschaft macht die andere Gesellschaft platt. Ja. Und das zwingt alle, sozusagen nicht so freundlich zu sein, wie wir aber sein könnten, nicht so kooperativ zu sein, wie wir sein können, aus der Logik eines Gefangenendilemmas heraus, die aber hier leider evolutiv niederschlägt und die wir eben auch vorgeformt finden können im Unterschied zwischen Schimpansen und Bonobos. Also die Frage ist tatsächlich mittlerweile, da wir im Anthropozän leben, wie wollen wir es eigentlich haben? Wie wollen wir eigentlich sein? Und gesteuert wird das dadurch, dass wir sozusagen unsere gesellschaftliche Umwelt formen auf der Makroebene. Und das heißt durch die Politik. Durch die Art und Weise, wie wir miteinander Politik machen, steuern wir tatsächlich unser eigenes, nicht nur soziales, kulturelles, sondern auch unser biologisches Friedlichkeitsniveau. Natürlich long term. Biologische Veränderungen, wenn wir jetzt nicht anfangen, über CRISPR an unserem Genom rumzuschnippeln, was ich zumindest nicht empfehlen würde, davon bin ich kein Fan, dass man sich selber biologisch verändert. Also wenn wir sozusagen auf einem natürlichen Wege sozusagen friedlicher werden wollen, in the long run, werden wir es nicht dulden können, dass wir sozusagen in einem Krieg Gesellschaft gegen Gesellschaft, Clash of Cultures, Clash of States in einem solchen Normalzustand leben, weil wir dann immer unfriedliche, gewaltaffine Menschen vorrätig halten müssen, um uns sozusagen vor den gewalttätigen, unfriedlichen Individuen der anderen schützen zu können. Und das ist eine Logik, die sozusagen global ist, die betrifft keine Gesellschaft mehr, keine Gesellschaft weniger. Es ist sozusagen eine universelle globale Logik heutzutage zwischen uns Menschen. Und deswegen kann man sagen, alles, was eine Gesellschaft intern tut, um friedlicher zu werden, wird aufgefrühstückt von den aggressiven, feindseligen, kriegerischen Außenverhältnissen. Mittlerweile ist tatsächlich der Weltfrieden nicht nur ein schöner Traum, er ist ein Imperativ. Wir brauchen ihn, um auch in unseren kleineren Gesellschaften oder Teilgesellschaften friedlich und freundlich zusammenleben zu können, weil wir sonst über die Logik der Außenverteidigung in einen inneren Unfrieden kommen. Und wie komme ich zu diesem kruden Gedanken? Zu diesem kruden Gedanken komme ich vor allem aus der Auseinandersetzung mit der attischen Demokratie, also mit der antiken griechischen Demokratie. Warum? Die Griechen waren kein friedliches Völkchen. Sie waren bewaffnet, sie waren sehr chauvinistisch, maskulinistisch, aristokratisch, sie waren sklavenhalterisch, sie haben unglaublich viele extrem aggressive, auch sehr wettbewerbs- und ehrgeizorientierte Verhaltensweisen an den Tag gelegt und uns auch teilweise solche Institutionen hinterlassen. Gleichzeitig haben die gleichen Griechen die Demokratie erfunden in einer Version, die wirklich ihresgleichen sucht und die wir in der Moderne nicht mal ansatzweise realisiert haben. Die gleichen Leute, also die gleichen, wir könnten verkürzt sagen, Arschlöcher. Also kurz gesagt, die Demokratie wurde von Arschlöchern erfunden. Und zwar in einer Variante, die unserer heutigen Demokratie um Längen überlegen ist. Und das deutet auf etwas hin, auf mehrere Dinge. A, können auch sehr kriegerische Menschen es auf die Dauer nicht mit sich selber aushalten, wahrscheinlich sogar gerade sehr kriegerische Menschen nicht, weil das ist kein Zustand, wenn man permanent Angst haben muss, umgebracht zu werden oder wenn man ständig den Harten oder Starken markieren muss, um irgendwie überhaupt über die Runden zu kommen. Das haben auch die Griechen nicht durchhalten können. Das war einer der Gründe, warum die Demokratie erfunden wurde. Das nächste Interessante an der attischen Demokratie ist, dass sie erfolgreich war, was das angeht. Die attische Demokratie hat es geschafft, einen Haufen ziemlich wilder, aggressiver Menschen miteinander zu versöhnen, miteinander so zu verbinden, dass die sich danach nicht mehr im gleichen Ausmaß an die Gurgel gegangen sind. Und wenn ich sage, nicht mehr im gleichen Ausmaß, ist das wirklich die Untertreibung des Jahrtausends oder der Jahrtausende. Also es kam zu einem drastischen friedlicher Werden der Griechen, die in der Demokratie verbunden waren, miteinander, also über den Bürgerstatus. Das heißt, auch wenn diese Gruppe der attischen Bürger sich danach immer noch aufgeführt hat, wie weiß ich nicht was, also gegenüber eben nicht attischen Bürgern, sowohl gegenüber Frauen, gegenüber Sklaven, gegenüber anderen Griechen, gegenüber Nicht-Griechen, obwohl Athen für alle anderen a pain in the ass war, haben diese Menschen so zusammengehalten, und das hatten sie vor ihrer Demokratisierung nicht getan. Also sie haben so zusammengehalten, dass sie untereinander friedlich und kooperativ und freundlich wurden, nur noch aggressiv nach außen waren. Und
Gleichzeitig ist Athen durch die Demokratisierung aggressiver nach außen geworden, als sie vorher waren. Das heißt, in der unmittelbaren Vorepoche, das ist die Tyrannis des Pisistratos oder die Pisistratiden-Tyrannei, ja. In dieser Episode war Athen nach außen nicht mal ansatzweise so aggressiv wie als Demokratie. Und auch in der Zeit davor, bevor Attika, also sowohl die Tyrannis der Pisistratiden als auch die Selbstdemokratisierung durchlaufen hat, war Athen eine Polis, ein Stadtstaat, der nach außen nicht sonderlich in Erscheinung getreten ist. Die hatten zwar immer wieder Scharmützel, aber sie spielen keine große Rolle im Spiel der großen Polis, soweit ich informiert bin. Sozusagen Athen ist außenpolitisch erst derart aggressiv geworden und auch eine große Nummer geworden, nachdem sie sich demokratisiert hatten. Und dann, weil sie sich derart aufgeführt haben, haben sich die anderen Griechen im Peloponnesischen Krieg gegen Athen zusammengeschlossen und haben Athen letztlich in einem 27-jährigen Krieg allmählich mürbe und platt gemacht, weil man das eben nicht haben wollte. Das ist vergleichbar mit anderen Mächten, die zu mächtig werden, wo dann immer über kurz oder lang die eigentlich schwächeren anderen Mächte sich verbünden, weil sie einfach keine Lust haben, von dieser einen Macht in einer Hegemonie oder noch schlimmerem unterdrückt oder aufgefrühstückt und ausgebeutet zu werden. Das ist immer der gleiche Mechanismus und der hat auch Athen ereilt. Diese Reihung, also dass man sieht, dass die Griechen vor ihrer Demokratie sich untereinander zerfleischt haben, ja, also innerhalb Athens, dass sie dann durch die Demokratie friedlicher geworden sind, dass sie dann aber dadurch, dass sie sozusagen dieses demokratische Verhältnis nur untereinander hatten, aber nicht nach außen, sozusagen selber zu einem Hegemon, zu einem Tyrannen für alle anderen geworden sind und dann also sozusagen eine drastische Niederlage erlitten haben. Diese Entwicklung kann uns sehr zu gedenken geben und führt mich eben zu dieser These, dass sowohl Friedfertigkeit heutzutage nur noch von außen nach innen geht, genauso wie unfriedlich werden von außen nach innen geht. Das heißt, wir können friedlichere, bessere, kooperativere, freundlichere Gesellschaften nur dann ausbilden, wenn es tatsächlich so ist, dass wir sowas wie, keine Ahnung, Armeen oder so gar nicht mehr brauchen. Wenn wir sozusagen keine Sorge mehr haben müssen, dass wir uns nicht schützen können nach außen. Und das bedeutet tatsächlich, wenn die Gesellschaft noch substanzielle Fortschritte machen soll im zivilisatorischen Prozess, und das meine ich auch tatsächlich sehr evolutiv-biologisch, also wenn man Zivilisation entlang dieser Selbstdomestikationsthese denkt, der Mensch entwickelt sich weiter, wird kooperationsfähiger, kooperationsfähig mit mehr Menschen, empathischer mit Menschen, dass die Wirs werden inklusiver, weniger ausgrenzend. Wenn das die Richtung ist, die die Menschheit eigentlich langfristig eingeschlagen hat, eben bevor durch die Sesshaftwerdung und Grundbesitz und Ackerbau ein Bruch ins evolutive Geschehen gekommen ist. Wenn das der Langzeittrend ist, dann ist es so, dass wir den nächsten Schritt auf diesem Langzeittrend nur dann machen können, wenn wir solche politischen Institutionen haben auf Weltebene, die uns garantieren, dass es diesen Krieg aller gegen alle, diesen Krieg Gesellschaft gegen Gesellschaft nicht mehr gibt. Wenn wir sozusagen vielleicht immer noch sowas haben wie eine Polizei, ich halte Polizei für dringend notwendig. Also ich bin nicht ein so, wie soll man sagen, naiver Mensch, der glaubt, dass das irgendwie gut gehen kann, wenn man keine Polizeikräfte hat. Aber es kommt zu einer merklichen Entspannung, wenn sich die Gesellschaft tatsächlich auf globaler Ebene demokratisiert. Und derzeit haben wir nicht mal ansatzweise solche Verhältnisse. Wir sehen das an allem. Wir sehen es nicht nur sowas an wie, was weiß ich, Verteilung von Covid-Medikamenten oder Covid-Impfstoffen oder bei anderen Medikamenten, wie ungleich ein Menschenleben wert ist derzeit auf dem Planeten, je nachdem, wo du zufällig hingeboren wurdest. Wir sehen es an tausend anderen Dingen. Wir leben nicht in einem demokratischen Zustand, in dem jeder Mensch gleich wichtig ist, gleich viel Einfluss auf Politik hat, gleich viel Einfluss aufs gesellschaftliche Geschehen hat auf der politischen Ebene. Das aber bräuchten wir, weil wir nur dann diesen Krieg aller gegen alle, diesen Kriegszustand der Staaten gegeneinander oder der Gesellschaften gegeneinander nur dann aufheben können, wenn es diese Weltdemokratie tatsächlich ganz real gibt. Und das heißt, wir haben geloste Bürgerversammlungen auf globaler Ebene. Ja, das ist der einzig logische Schluss, den man aus der Menschheitsgeschichte ziehen kann auf politischer Ebene, wenn man eben das Beispiel Attikas kennt, sowohl in seiner Größe als auch in seinem Scheitern. Und so komme ich zu also sehr merkwürdigen Thesen. Ich glaube sozusagen, dass auch die Unfriedlichkeit, die wir heute in der Gesellschaft leben, und das heißt, meine ich innerhalb dessen, was wir als Gesellschaft wahrnehmen, also zum Beispiel innerhalb der deutschen, der niederländischen, der österreichischen, der US-amerikanischen, der kanadischen, der chinesischen, der indischen, der was weiß ich, Gesellschaften, ja. Also was wir so innerhalb von Staaten erleben an Unfriedlichkeit, halte ich für Reflexe,
der unfriedlichen Verhältnisse, die wir im Außen haben. Das heißt, wir werden nicht friedlicher werden. Wir werden keine größere Kooperativität, keinen größeren Zusammenhalt, keine größere Solidarität, kein größeres Miteinander im Guten erleben, solange wir im Außen Feindlichkeitsverhältnisse haben, Feindseligkeit haben, latente Kriegszustände haben, wo es so ist, dass der Stärkere den Schwächeren frisst. Das ist einfach eine Limitation für diese Entwicklung hin zum freundlicheren, kooperativeren, empathischeren. Und so weiter, weil wir eben sozusagen nicht friedlicher werden können, solange wir damit rechnen müssen, dass wir sozusagen, wenn wir friedlicher werden, als Gesellschaft davon Nachteile erleiden. Und so deute ich tatsächlich, ich weiß, das ist fatal und ich mag dieses ganze Links-Rechts-Schema nicht und so, aber so deute ich sozusagen für mich auch große Tendenzen von dem, was wir heute als rechtes Denken wahrnehmen. Ich glaube, dass uns diese Leute, ich selber bin ja ein Kreuzlinker irgendwas, ja, also oder zumindest bin ich so sozialisiert worden, ich deute sozusagen das, was viele Rechte sagen, so für mich um, dass ich sage, diese Leute sagen, Vorsicht, es ist zu früh. Die Weltverhältnisse, so wie sie heute sind, also mit den gegebenen Institutionen, es sind zu früh, um sich selber friedlich zu machen. Es ist ein sozusagen freundlich von mir umgedeutetes jetzt noch nicht oder unter diesen Umständen ist das fatal. Und das, so deute ich übrigens auch dieses hartnäckige Festhalten an der völlig überholten Geschlechterdifferenz, also der binären Geschlechterkodierung, weil das so immer gespielt wurde. Ja, also sehr überspitzt gesagt läuft die binäre Geschlechterkodierung auf Folgendes hinaus: Aus der einen der Hälfte der Menschheit versucht man gute Krieger zu machen, aus den Männern, und aus den anderen versucht man gute Krankenschwestern zu machen. Ja, so. Und so erzieht man dann eben auch Menschen, die äußerlich als Junge erkennbar sind, versucht man so zu erziehen, dass aus ihnen gute Soldaten werden. Und die als äußerlich als Frau erkennbaren Menschen erzieht man so, dass sie gute Krankenschwestern bringen. Also zum Beispiel erzieht man Frauen systematisch dann eben die handelnde Eigenempathie ab, das eigene Durchsetzungsvermögen ist immer für andere da, sich immer um anderen kümmern. Man erzieht sie zu Care-Arbeiterinnen. Systematisch, warum braucht man das? Ja, wenn die andere Hälfte der Menschheit ständig in Kriegen rumhängt, dann ist es so, dass die A für die Care-Arbeit, die in der menschlichen Gesellschaft immer geleistet werden muss. Ich meine, kleine Kinder brauchen viel Fürsorge, Kranke brauchen viel Fürsorge, Alte brauchen viel Fürsorge, verletzte Krieger, die aus dem Krieg zurückkehren, traumatisiert, an Leib und Seele brauchen viel Fürsorge. Ja, dann brauchst du die Hälfte der Menschheit in so mit Care-Neigungen. Deswegen werden Frauen nach wie vor dazu erzogen, dass sie so eine Art Krankenschwester-Identität ausbilden. Und Jungs werden nach wie vor, obwohl wir gar nicht so keinen solchen großen Soldatenbedarf haben derzeit, immer noch so erzogen, dass sie im Zweifelsfall gute Krieger hergeben. Und deswegen kann man auch Rechte mit nichts so sehr auf die Palme bringen, wie wenn man die Geschlechterdifferenz disst. Ja, dass die intuitiv begreifen, die meines Erachtens da was, eine Realität, die ich alles andere als für erhaltenswert halte. Und sozusagen der Fehler der Rechten aus meiner Sicht als Linker besteht nicht darin, dass sie sozusagen, wie soll man sagen, darin falsch lägen, dass wir Menschen sehr unfriedliche Wesen sind. Das sind wir faktisch. Ja? Also da würde ich sagen, ich habe kein, das wenn ich, Menschenbild vieler Linker ist tatsächlich unglaublich naiv. Ja, im Sinne von, wir seien alle von Geburt an friedfertig und so weiter, das gibt einfach die menschliche Geschichte an keiner Ecke und Ende her, auch nicht, wenn man auf Jäger-Sammler-Kulturen schaut. Entschuldigung, es gibt zu viele Gegenbeispiele. Aber worin die Rechten sich tatsächlich täuschen, ist, dass sie glauben, das wäre nicht änderbar, das sei ein stabiler Zustand. Und da kann man immer sagen, naja, Bonobos haben es auch geschafft und Bonobos können ein paar Dinge überhaupt nicht, die wir richtig, richtig gut kennen. Und insofern ist der eigentliche Skandal, dass eine mit uns sehr nah verwandte Spezies, nämlich die Bonobos, etwas geschafft haben, was wir Menschen derzeit noch nicht geschafft haben. Bonobos bilden Gesellschaften aus, in denen es intern zwischen Bonobos keine Kriege gibt, keine Morde gibt, keine Vergewaltigungen gibt und keine Kindstötungen gibt. Bonobos haben das biologisch geschafft, wir Menschen nicht. Wir Menschen sind immer noch auf Schimpansenniveaus. Niveau, ein Niveau, von dem sich auf der Ebene Zivilisierung, ja, wenn man Zivilisierung mit freundlicher Werdung, kooperativer Werdung gleichsetzt, wo Bonobos einen evolutiven Schritt gemacht haben, den wir Menschen eben noch nicht gemacht haben. Ja, wir sind immer noch auf Schimpansenlevel, Bonobos haben sich weiterentwickelt. Ohne die ganze Wahnsinnstechnik, die wir entwickelt haben, ohne die Wahnsinnswissenschaft, die wir entwickelt haben, aber zivilisatorisch sind Bonobos tatsächlich als Art weiterentwickelt als wir. Und das ist eigentlich ein Skandal für uns, wenn man sich versucht, das zu erklären, warum ist das denn so? Warum sind wir so unterentwickelt auf der Ebene Selbstdomestikation, zivilisatorischer Fortschritt? Warum sind wir immer noch so unfreundliche Wesen? Warum sind wir noch so gewalttätig, so kriegerisch, so feindselig? Dann ist das, was ich hier versuche, mit meinen stammelnden Worten zu referieren,
Meine Erklärung dafür. Wir befinden uns in einem Gefangenendilemma der biologischen Entwicklung. Wir befinden uns in einem Gefangenendilemma unserer eigenen Evolution als Spezies. Wir können, seit wir Ackerbau, Sesshaftigkeit und Grundbesitz erfunden haben, nicht mehr friedlicher werden. Ja? Ich bin nicht dafür, das zurückzunehmen. Also ich bin kein Romantiker, der in sozusagen in Jäger-Sammler-Kulturen wieder leben will. Aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht, halte ich das A für unmöglich und B auch für überhaupt nicht erstrebenswert. Aber was wir können, ist via Demokratisierung, und zwar auf globaler Ebene, eine freundlichere Spezies werden, als wir derzeit sind. Das ist möglich, das ist drin, aber es ist eben nur durch eine Art Weltfrieden, der durch eine Setzung zustande kommt, möglich. Und zwar eben durch die Setzung absoluter Gleichwertigkeit aller erwachsenen Menschen auf dem Planeten, die sich eben ausdrückt in gleichrangiger, gleichmäßiger, gleich starker Beteiligung am Politischen auf globaler Ebene. Das heißt, wir drücken aus, dass jeder Mensch exakt gleich wichtig ist auf dem Planeten, indem jeder Mensch auf dem Planeten exakt gleich viel in der Politik zu sagen hat. Und das kriegt man halt nur über geloste Bürgerversammlungen auf globaler Ebene hin, indem gelost wird aus der Weltbevölkerung, der heutigen erwachsenen Menschheit. Und daraus bilden wir die sozusagen entscheidenden Gremien und Versammlungen, die die Weltpolitik formen. Wir brauchen heute dringend tatsächlich die Weltdemokratie, wenn wir weitere zivilisatorische, wenn wir weitere biologische, wenn wir weitere Fortschritte überhaupt machen wollen. Ansonsten sind wir jetzt gefangen in einer Art Stuck State, in einem Zustand, wo wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Und da es in der Evolution Stillstand nicht gibt, kann man sagen, sehr wahrscheinlich ist eher der Verfall. Also sozusagen, wenn wir keine Fortschritte machen, dann entwickeln wir uns wahrscheinlich zurück und werden wieder unfriedlicher werden, als wir sogar heute sind oder als unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren waren. Ja. Also kurz gesagt, was ich weiß, deutet darauf hin, dass wir bis vor ungefähr 10.000 Jahren eine Entwicklung zum immer friedlicheren, kooperativeren, freundlichen gemacht haben, dass das die eigentliche Superkraft der Spezies Homo sapiens war, dass wir kooperativer waren, dass wir netzwerkender waren, dass wir größere Gesellschaften bilden konnten aufgrund dieser höheren Kooperativität als andere Hominidenarten, also als, was weiß ich, Homo floresiensis und als Homo neandertalus und so weiter. Ja, also das ist das, worauf alles hindeutet. Und dann deutet danach alles darauf hin, dass wir diese Entwicklung, auf diesen guten Pfad, auf dem wir waren, vor ungefähr 10.000 Jahren verlassen haben und so ziemlich das Gegenteil institutionalisiert haben. Aus einer Gefangenen-Dilemma-Logik heraus haben wir sozusagen es so gespielt, dass sozusagen Gesellschaften, die Richtung friedlicher gegangen sind, Richtung kooperativer gegangen sind, jedes Mal regelmäßig ausgelöscht wurden von den unfriedlicheren von uns. Und deren Nachkommen sind wir. Also wir sind tatsächlich die Nachkommen von Kriegerkulturen. Das ist aber nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes für unser Leben. Weil nur weil wir Nachkommen von Kriegerkulturen sind, heißt das nicht, dass es uns in Kriegerkulturen sonderlich gut geht. Ja. Weder den Krieger noch den Nichtkrieger geht es gut in Kriegerkulturen, weil sozusagen Kriegerkulturen typischerweise wahnsinnig unempathische Gesellschaften sind. Also Gesellschaften, in denen nicht gut mit Kleinkindern umgegangen wird, in denen den Menschen von vornherein bestimmte Empathieneigungen abtrainiert werden systematisch, in denen sehr hohe Fremdenfeindlichkeit herrscht. Das sieht man übrigens auch im Gegensatz zwischen Sparta und Athen. Ja, bei allem, was man gegen Athen auch sagen kann, im Vergleich zu Sparta war Athen sehr fremdenfreundlich und Sparta nicht. Ja. Also Sparta kann als Symbol gelten für die, eine sehr militarisierte Gesellschaft, wie später vielleicht auch die Römer. Tatsächlich haben die Griechen mit der Demokratie, mit der Losdemokratie etwas erfunden, was zumindest das Potenzial hat, wenn man es eben ausweitet auf alle Menschen, was uns friedlicher machen kann auf der Grundlage unseres heutigen gewordenen Genoms, also aufgrund unserer heutigen Biologie, können wir friedlicher werden mit der Krücke, mit dem Hilfsmittel, mit dem sozialtechnologischen Hilfsmittel der Demokratie, aber das eben nur dann, wenn sie eine Losdemokratie ist, wenn sie eine Begegnungs-, Beziehungs-, Präsenzdemokratie ist und nicht das sehr merkwürdige Ding, was wir eben seit ein paar Jahrhunderten betreiben. Wir brauchen eine andere Demokratie und wir brauchen sie tatsächlich auf Weltlevel, wenn wir als Menschheit Fortschritte machen wollen, wenn wir sozusagen unseren zivilisatorischen Fortschritt nicht nur verteidigen, sondern ausweiten wollen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn wir ihn nicht ausweiten, werden wir ihn verlieren. Ja, also kurz gesagt, ich sehe uns in einer seit 10.000 Jahren andauernden Rückentwicklung vom friedlicher, freundlicheren zum immer noch arschlochhaftigeren. Und naja, das erklärt eben auch viel, warum wir so, wie soll man sagen, gespaltene Wesen sind. Aus einer evolutiven Perspektive. Das heißt, wir haben eine lange Entwicklung hinter uns, die eigentlich ging in Richtung ging friedlicher, freundlicher, kooperativer, empathischer. Und dann haben wir darauf gesetzt, auf diese Entwicklung, eine Re Entwicklung genau in die Gegenrichtung. Also nach der Devise, erst der Kooperativere hat mehr Nachkommen und später das Arschloch hat mehr Nachkommen. Das ist die Welt, in der wir leben, in der wir also sehr gespalten sind, weil wir intuitiv spüren, hart gesagt, aus unseren Genen, dass beides mal gestimmt hat. Ja?
und dass beides wahr ist. Und das zerreißt uns alle. Ja, wir sind also sozusagen eine sehr janusköpfige Spezies, die unglaublich fürsorglich, unglaublich solidarisch, also zu diesen Acts of Kindness, absolut fähig ist. Wir sind auch fähig zu Menschen zum Beispiel, zu denen uns nichts verbindet. Ja? Keine Verwandtschaftsbeziehung, keine Freundschaft, kein Abhängigkeitsverhältnis, kein Nutzenverhältnis. Zu solchen Menschen aus purer Menschlichkeit unglaublich freundlich zu sein, auch uns und denen zuzuwenden. Wir sind zu Geschenken an diese Menschen fähig, wir sind zu Fürsorge um diese Menschen fähig. Das ist, gibt unsere Biologie absolut her. Und gleichzeitig sind wir dazu fähig, auch unseren Nächsten unglaubliche Gewalt anzutun, unter bestimmten Umständen. Und das sind alles wir, und zwar gleichzeitig. Ja. Und ich glaube, dass diese merkwürdige Geschichte, die ich erzähle, ganz gut erklärt, warum wir so merkwürdig gewesen sind, warum wir so janusköpfig sind, warum wir so derart beides haben. Und das stellt aber eben heute die Frage, wohin soll denn die Reise gehen? Und können wir etwas machen, dass die Reise mehr in die Richtung geht oder in die Richtung geht? Und ich glaube, wir können. Und wir können das über die Losdemokratie. Also ich halte die Losdemokratie tatsächlich um ein sowohl kulturell evolutives als auch biologisch evolutives Mittel, den Weg Richtung kooperativer, freundlicher, empathischer überhaupt gehen zu können. Und solange wir dieses Mittel, die Setzung absoluter Gleichrangigkeit aller Menschen auf dem Planeten nicht haben, glaube ich, dass wir das gar nicht können. Und dass uns dann Ähnliches passiert, wie es wahrscheinlich Attika passiert ist. Wir befrieden uns vielleicht intern, aber da wir uns nach außen wie Arschlöcher aufführen, werden wir irgendwann entweder alle anderen unterdrücken oder sozusagen von anderen, die weniger friedlich sind als wir selber, mit uns selber, mit intern, aufgefrühstückt werden. Und das ist sozusagen die Logik, in der wir gefangen sind und die eine Grenze setzt, eine objektive Grenze, wenn man so will, für unser friedlicher Werden. Und ich halte aber diese Grenze eben nicht für sozusagen unauflösbar. Ich glaube aber, dass sie nur durch einen demokratischen Weltstaat aufgelöst werden kann. Das ist sozusagen ein Dilemma, das auf wirklich auf der absoluten Makroebene aufgehoben werden muss. Und wenn es dort nicht aufgeheben wird, setzt es sich von außen nach innen fort. Ja, wir haben also dann unfriedliche Familien, wir haben unfriedliche Firmen, wir haben unfriedliche Binnenverhältnisse, weil unser Außenverhältnis unfriedlich ist. Die Gewalt wächst von außen nach innen, die Unfreundlichkeit wächst von außen nach innen, weil das dann sozusagen ein Systemeffekt ist, der gar nicht aufgehalten werden kann. Und das ist die Hölle für uns Menschen. Also von Menschen umgeben zu sein, vor denen wir uns fürchten müssen, von Menschen umgeben zu sein, die sehr leicht zu Gewalttaten fähig sind, ist die Hölle für den Menschen. Das ist ein Leben in Angst und Furcht ziemlich nah an dem, was Thomas Hobbes als den Naturzustand konstruiert hat. Ja? Where life is nasty, brutish, irgendwas noch und short. Ja, ich vergesse immer die Reihung. Ja, also das ist ein schreckliches Leben. Und wir sind nah dran an diesem schrecklichen Leben. Es ist momentan nicht sonderlich schön, ein Mensch zu sein. Und ich glaube tatsächlich auf eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Art, letztlich sogar für alle Menschen auf dem Planeten. Ich glaube, dass heute faktisch nur sehr wenige Menschen ihr Leben wirklich genießen oder das über längere Zeiträume tun. Das Glück ist flüchtig, weil das Glück des Menschen ist überwiegend ein soziales Glück. Und wenn die sozialen Verhältnisse schrecklich sind, dann ist das Leben für den Menschen auch immer schrecklich. Und du kannst sozusagen privat kein gutes Leben begründen, wenn die Gesellschaft drumherum schrecklich ist. Auch da wandert es von außen nach innen. Vielleicht noch eine Anekdote, die eigentlich nicht hierher gehört, die für mich aber assoziativ durchaus hierher gehört. Eine vermeintlich andere Logik. Ich habe vorgestern etwas erlebt, was mich mal wieder sehr berührt hat. Ich habe mit meiner Frau 14-Jähriges gefeiert. Also wir sind 14 Jahre zusammen, wir sind zusammen essen gegangen, wir sind frühstücken gegangen. Und dann ist Folgendes passiert. Das war so eine größere Lokalität, wo dann auch ein kleines Kind, ein, ich schätze, 3-jähriger Junge rumgelaufen ist. Und der hatte ganz offensichtlich, das konnte man sehen, tierischen Spaß. Und er hat mit seiner Mutter Fangen gespielt, das ist immer weggerannt. Die Mutter wollte das aber nicht haben und hat den Spaß, den das Kind hatte, einfach ignoriert. Und irgendwann ist sie also sehr, sehr laut geworden und sie ist auch sehr, sehr gewalttätig geworden. Also sie hat das Kind also ziemlich brutal am Arm gerissen, um es zum Schweigen zu bringen. Und unsere Hypothese war, als wir das gesehen haben, dass der Frau es einfach peinlich war, vor den anderen Menschen, also unter anderem uns, dass das Kind sich so benimmt. Jetzt sind wir Eltern, wir haben einen 13-jährigen Sohn, wir wissen noch dunkel, wie das war als vor 10 Jahren, als unser Kind, unser eigener Sohn 3 war. Also sozusagen, wir hatten eine Empathie für die Situation, weil wir sie kennen aus eigenem Erleben, ja, auch wenn es jetzt schon der Schleier der Vergangenheit, der Zeit sich drüber gelegt hat. Also kurz gesagt, wir haben den Spaß des Kindes gesehen und nicht so sehr unsere Störung. Interessant war Folgendes, das habe ich nicht forciert, das hat sich mir ergeben. Ich musste dann irgendwann zum Klo, dann musste ich da vorbei.
Und dann habe ich so lapidar gesagt, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Sag ich so, ach, das ist ja schön hier, da war so eine Spielecke. Das ist ja eine schöne Spielecke. Und dann sagt sie, ja, jetzt klappt's endlich, sagt die Mutter. Dann sag ich, ja, ja, ist also eigentlich nicht so schlimm gewesen, so sage ich zu ihr. Sagt, ja, und dann sagt sie, ja, aber nicht alle sind so verständnisvoll. Ja, ich krieg oft, dass andere sich aufregen darüber. Und da kann man mal überlegen, was passiert denn da eigentlich bei der Mutter? Also kurz gesagt, die Resonanz und das Feedback und das Urteil und die Reaktionen von Menschen, mit denen sie eigentlich in keinerlei Beziehung steht, also praktisch die zufälligen anwesenden anderen Erwachsenen in dieser Frühstückshalle oder was das war, in diesem Café, sind ihr wichtiger als die Beziehung zu Menschen, für die sie selber, nämlich ihre Kinder, da war noch ein anderes Kind, also war mit zwei Kindern da, wo sie die wichtigste Beziehungsperson wahrscheinlich überhaupt ist. Und da ist was verrutscht. Man sieht, dass von außen nach innen das Gewaltverhältnis auch hier einwandert. Also kurz gesagt, aus Sorge vor dem gewalttätigen oder zumindest verständnislosen Feedback der erwachsenen Umwelt geht diese Frau aus reiner Sorge darum, gewalttätig mit ihrem eigenen Kind um und reißt es am Arm und schreit es an, um es sozusagen einzunorden. Und die Frage ist, was passiert in dem Kind in dem Moment? Ja? Wenn das wird doch keine Einzelsituation sein. Und die Frau hat eigentlich nicht Stress mit ihrem Kind. Sie hat Angst vor den Reaktionen der erwachsenen Umwelt. Ja? Naja, das ist so eine Logik, die ich als in Ansätzen in allen möglichen Verhältnissen sehe. Oder das Gleiche kann man sagen bei Firmen. Es gibt nicht ganz wenige Firmen, die, solange sie klein sind, eine relativ gute Kultur haben, relativ gute Umgangsformen. Aber wenn dann für die Expansion das große Geld gebraucht wird, werden anonyme Investoren an Bord geholt. Also Leute, zu denen man in keinerlei Beziehung steht persönlich. Das heißt, der einfache Mitarbeiter kennt die Investoren gar nicht, ja? Aber um dann praktisch diese Investoreninteressen und Bedürfnisse zu bedienen, werden gewalthafte Managementformen und Bürokratieformen in die Firmen eingeführt, wenn sie wachsen, ja? Um eben das legitime Interesse der Investoren an einem gewissen Shareholder Value oder einer gewissen Gewinnausschüttung oder was auch immer zu rechtfertigen, werden Dinge eingeführt intern in die Firma, die die gute Kultur, die Firma vorhatte, kaputt machen. Und das habe ich bei so vielen Firmen erlebt, ja, dass man nicht mehr sagen kann, das ist ein Einzelfall, das ist System, das ist systematisch. Und auch das ist ein Verhältnis, wo ich die Gewalt von nach außen nach innen wachsen sehe. Und ich hatte auch Gelegenheit, mit sehr vielen Geschäftsführern darüber zu reden. Und diese Geschäftsführer sind dann mit diesen Investoren in Verhandlungen und sind deren Erwartungen ausgesetzt. Also kurz gesagt, das Verhältnis dieser Geschäftsführer zu ihren eigenen Investoren ist nicht sonderlich empathisch und verständnisvoll. Und dieses unempathische Verhältnis wird dann von der Geschäftsführung nach innen an die Mitarbeiter weitergegeben. Die Gewalt wandert von außen nach innen. Und viele Firmen sind sehr gewalttätige Orte. Ja. Vor allem Firmen, die Wachstumserwartungen bedienen müssen, ja, wo die Erwartung ist, so viel Wachstum im nächsten Jahr, so viel Gewinnausschüttung im nächsten Jahr, ja, wo das so ist, keine gute Kultur möglich. Und so wächst die Gewalt, genauso wie die Friedfertigkeit von außen nach innen. Solange im Außen kein Frieden ist, kann im Innen auch kein Frieden sein. Und insofern bin ich also ein großer, großer Gegner der These, dass man an sich selber arbeiten muss, intern, und dass sich dieses Verhältnis dann erweitern würde. Dagegen spricht alles, seit Thomas Hobbes spätestens, also seit der seinen komischen Leviathan 1651 veröffentlicht hat, spricht alles gegen die These, dass der Frieden sich von innen nach außen entwickeln kann. Also wer so denkt, denkt nicht hobbesianisch, und ich würde auch sagen, er denkt nicht politisch, er verkennt die menschliche Geschichte, er verkennt auch die menschliche Evolution, er verkennt, wie der Mensch friedfertiger wird in der Realität und nicht nur im Traum. Das zumindest sind meine kruden Thesen, und ich versuche sie jetzt noch mit ein paar komischen Videos und Links zu belegen, aber das wird wahrscheinlich nichts helfen. Wer anders denken will, wird weiterhin anders denken. Ich glaube nicht, dass ich hier sonderlich überzeugend sein kann. Trotzdem denke ich so und wollte es mal wieder gesagt haben. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche uns alle ein freundliches, kooperatives Leben, und ich halte es für erreichbar, aber eben auf einem merkwürdigen Umweg, nämlich dem Umweg der Politisierung der Weltgesellschaft, der Demokratisierung der Weltgesellschaft. Und dieser Umweg ist eben für mich kein Umweg, sondern tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie wir jetzt noch friedlicher, freundlicher werden können und unsere Zivilisation tatsächlich bewahren können. Alle anderen Wege führen dazu, dass der Stärkere den Schwächeren frisst und dass ein massiver Anreiz besteht, ein Arschloch zu werden. Für uns alle. Ceterum censeo, Democratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie gelost werden muss.